In dieser Plenarwoche hat der Hessische Landtag sich mit dem Haushalt beschäftigt, nachdem der Staatsgerichtshof Ende Oktober den schwarz-grünen Schattenhaushalt der Landesregierung für verfassungswidrig erklärt hatte. In dem vernichtenden Urteil des Staatsgerichtshofs war zwischen den Worten zu erkennen, wie fassungslos die Richterinnen und Richter waren. Fassungslos über die Dreistigkeit, mit der die Landesregierung 12 Milliarden Euro neue Schulden machen wollte und das Geld weitgehend ohne parlamentarische Kontrolle ausgeben wollte. Das Urteil war abzusehen und der Haushalt muss daher neu beschlossen werden. In der Generaldebatte des Landtags zum Haushalt 2022 hat die Fraktion der SPD eines deutlich gemacht. Das Kabinett von Ministerpräsident Bouffier hat sich entschieden, in Hessen den Stillstand zu verwalten. Es ist die schwarz-grüne Lethargie einer Koalition ohne Zukunft. Die SPD fordert daher jetzt alle für die Bekämpfung der Pandemie notwendigen Ausgaben unverzüglich durch einen Änderungsantrag im Kernhaushalt 2022 abzubilden und somit transparent darzustellen. Die Pandemie erfordert nämlich Maßnahmen nach wie vor für Menschen, für die Wirtschaft, für Kommunen. In der Pandemie ist es Schwarz-Grün aber nicht nur am Haushaltsrecht gescheitert, sondern auch an der politischen Dimension des Virus. Ministerpräsident Bouffier beschwichtigt und zögert und verkauft das als Besonnenheit. Und der Gesundheitsminister Klose hat die erste Impfkampagne ins Chaos geführt und die Impfzentren ausgerechnet dann, als sie gebraucht wurden, schließen lassen Ende September. Meine Fraktion und ich sind damals schon der Überzeugung gewesen, dass die Schließung der Impfzentren zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt ein völlig falsches Signal gesetzt hat. Die Handlungen der Landesregierung zeigen eine Orientierungslosigkeit, die ein erfolgreiches Krisenmanagement unmöglich machen. Die Landesregierung versagt aber nicht nur im Angesicht der Pandemie. CDU und Grüne lassen auch keine Idee für die Gestaltung der Zukunft erkennen. Dabei wäre es gerade jetzt die Pflicht einer Landesregierung, Menschen Sicherheit und Vertrauen zu geben und die drängenden Zukunftsfragen kraftvoll anzugehen. Beispielsweise müssen Umbrüche durch die Digitalisierung zu einem strukturierten Transformationsprozess gebündelt werden. Stattdessen hat sie eine Digitalstrategie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen will, aber leider keinen Blick für die wichtigen Fragen zur Zukunft der Arbeit hat. Daher setzt sich die SPD-Fraktion für einen Transformationsfonds ein und wir fordern, Haushaltsmittel vorzusehen, um die digitale Mitbestimmung in Unternehmen zu fördern. Leider hat das Digitalministerium immer noch keinen eigenen Haushalt. Seit 3 Jahren gibt es das Digitalministerium in Hessen nun. 3 Jahre, ein Jahrhundert in der digitalen Welt. Und in diesen 3 Jahren hat es Ministerin Sinemus von der CDU nicht einmal geschafft, das Haus vollständig aufzubauen. Von den 110 neuen Stellen sind bis heute noch nicht alle besetzt. Und die hessische Misere bei der digitalen Strategie und Entwicklung war so abschreckend, dass sogar die selbsternannte Digitalisierungspartei FDP auf der Bundesebene darauf verzichtet hat, ein eigenes Ministerium für Digitales zu fordern. Zum Glück gibt es auf Bundesebene jetzt die Ampel und es geht an die Arbeit. Dort bringt die Ampel die Digitalisierung auf einem soliden Fundament und mit Kompetenz voran. Sie wird Fortschritt wagen. In Hessen baut die schwarz-grüne Landesregierung lieber noch 2 Jahre Luftschlösser.